Moin. Empfehle mir, das Hauptspiel abzuschließen. Das habe ich abgeschlossen. In Tanta Vetrus. Forspoken war ein schönes Spiel. Mal schauen, ob ich hier. Schauen wir mal, ob ich die Bewegungsschärfe trotzdem ausschalten muss. Oh ja. Ich habe schon viel gesehen. Zwei Monate nach der Rettung. Ach, sie ist von. Zwei Monate nach der Geschichte. Frey. Die Wahrheit, die du suchst, liegt in Visoria. Vielleicht habe ich mir die doofe Stimme nur eingebildet. Es war wahrscheinlich nur der Wind. Was könnte es hier schon Wichtiges zu finden geben, mitten im Nirgendwo? Frey! Werde ich bekloppt oder hat das Ding gerade meinen Namen gesagt? Also, ich würde dir allgemein dazu raten, einen großen Bogen um unheimliche Leuchtturme zu machen. Ich bin jedes Jahr dort. Ich weiß nicht. Meine Tante-Instinkte sagen, ich sollte es mir ansehen. Wenn es schief geht, denk daran. Ich hab's dir ja gesagt. Wenn du Ethia retten willst, musst du erst seine Vergangenheit kennen. Worum geht's überhaupt? Das DLC soll ja nur 2 Stunden gehen. Das war nicht teuer. Wo bin ich? Mit GameStar. Sina? Sind sie alle? Tot? Sieht danach aus. Okay, das war das letzte Mal, dass ich meinen Tante-Instinkten folge. Was habe ich da an? Ich hab keine Fähigkeit. Du musst. Lauf! Talia, wer ist Talia? Ich glaube, er hat dich angesprochen. Er muss mich mit jemandem verwechselt haben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe den Verdacht, dass wir in den Körper einer anderen Person versetzt wurden. Was? Was zur Hölle? Ja, das wüsste ich auch gerne. Dürfte ich vorschlagen, es weiterzusuchen, wie der Tote davor geschlagen hat, bevor Talias Attentäter noch einen Versuch wagt? Okay, das klingt nach einer guten Idee. Suchen wir uns einen Aussichtspunkt und orientieren uns.
Ist das Visoria? Visoria vor dem Bruch. Sieht ganz anders aus, nicht wahr? Sind wir durch die Zeit gereist? Nee, unmöglich. Sowas gibt's doch gar nicht. Geh weg! Es gibt keinen drin! Wer war das? Sah aus wie ein tapferer Reddick-Soldat, der einer feigen Memme aus Ethia auf den Fersen war. Reddick? Du meinst, deine Freunde, die Ethia angegriffen haben? Die Reddick? Ich glaube, wir befinden uns mitten im glorreichen und völlig legitimen Angriffskrieg meiner Landsleute. Ha! Okay, ich muss erstmal verdauen, dass ich auf einmal jemand anders bin. Ich brauche eine Sekunde. Da drüben! Shit. Hier wimmelt's nur so von Soldaten. Du! Shit! Stehen bleiben! Zurück mit euch! Sonst muss ich euch wehtun! Okay. Fuck. Meine Magie funzt nicht! Na, wenn du nicht mehr du bist, hast du vielleicht gar keine. Das ist doch jetzt nicht wahr! Was? Hey. Haltet sie! Hey, stopp! Ah! Hau ab, Finger weg! Bringt sie in den Kerker und bereitet den Baum des Opfers vor. Dieses Mal bleibt uns die Dämmerung nicht verwehrt. Schon wieder. Wer zum Geier bist du? Ich habe dich hierher gebracht, damit du Zeugin der Vergangenheit wirst. Wir sind also echt durch die Zeit gereist. Warum? Was willst du von mir? Du suchst Antworten. Und hier kannst du sie vielleicht finden. Was? Was laberst du da? Du wirst hier vieles erfahren. Doch eins musst du wissen. Du nicht verändern kannst, was bereits geschehen ist. Ändern? Ich weiß gar nicht. Geh jetzt. Ah, endlich bist du wach. Echt geil. Der Tag wird immer besser. In der Tat. Wir sind in einem Verlies irgendwo unter der Burg Visoria. Oh, fuck. Dieser Typ. Was hat der mir da eigentlich verpasst, Mann? Was ist das, Ralf? Ein Tattoo? Leider weiß ich das auch nicht. Wobei ich keine Ahnung habe, was ein Tattoo sein soll. Toll. Hilfreich wie immer. Tja, die Stimme hat sich gemeldet. Sie hat mich hergebracht, um
Antworten zu finden. Ich weiß, ich habe sie auch gehört. Wobei ich kaum glaube, dass wir hier unten fündig werden. Ich auch nicht. Und ich glaube, ohne Magie werden wir hier nicht rauskommen. Oh, bist du etwa schon mit deiner Weisheit am Ende? Die ehrwürdige Tanta Frey? Sekunde mal, bist du nicht eigentlich super dicke mit den Reddick? Wieso hast du nichts gesagt? Hast du es schon vergessen? Nur du kannst mich hören. Selbst wenn nicht, wäre es unklug, den in deinen unsichtbaren Freund vorzustellen. Wow, Freund. So weit kommt's noch. Fuck, hätte ich nur meine Magie... War ich das etwa? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Verspucken haben sie auch schlecht geredet. Und das ist aber gut. Vielleicht liegt es an deinem... Gollum reden sie auch schlecht und es ist schlecht. Na egal, woran es liegt. Würde sagen, wir nutzen das aus und machen uns schleunigst vom Acker. Du, wie bist du da rausgekommen? Sorry, aber ich muss an dir vorbei. So, und jetzt muss ich lernen, wie man kämpft wieder. Okay. Okay, Zeit, meine neue Magie aufzutesten. Warum beschließt ich das Gefühl, dass gleich was schief geht? Ey, schieß ich hast du eine bessere Idee? Das hat gesessen! Warte. Ah, so geht das. Mächtige Schwert. Okay. Also. Das. Wie gefällt dir das? Nicht schlecht. Glückwunsch, du bist nicht tot. Muss mich wieder einspielen. Scheiß drauf, ziehen wir Leine. Was es auch war, es verheißt nichts Gutes. Battlefield ist auch ein großer Titel. Und schlecht. Shit, nicht schon wieder. Das Verhältnis fliegt! Haltet es auf! Jetzt nicht mal alle in mich. Ja, du wirkst etwa in die Luft. Erst mit Klappe halten und helfen. Du musst zur Abwechslung ohne mich rauskommen. Meine Fähigkeiten haben offenbar keine Wirkung. Dann krieg ich also nur deine blöden Sprüche, aber nicht deine Kräfte? Supi, ich guck voll in die Röhre. Aber, Frey, eines Tages musst du ohnehin lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das hinter? Wie heißt du? Gute Frage. Du bist also Talia. Olas hatte recht. Was? Egal jetzt, komm, wir müssen von hier weg. Wohin gehen wir? Das ist seltsam. Irgendetwas hier stört meine Kräfte. Klasse. Tja,
Per Turana kommen wir nicht fort. Wir brauchen einen anderen Weg. Folge mir. Moment, Sekunde. Was ist? Sorry, aber ich habe keine Ahnung, was zum Teufel hier abgeht. Kannst du es mir erklären? Na schön, aber wir haben nicht viel Zeit. Also, hat Olas dich geschickt, um mich zu holen oder sowas? Überrascht dich das etwa? Du gehörst doch zu ihrer Garde, oder? Ah, ja, ihre Garde, das, ja. Aber warum sucht eine Tante nach einer Soldatin? Hast du nichts Wichtigeres zu tun? Ich war ohnehin nach Visoria unterwegs, um die Reddick auszukundschaften. Ich rette dich nur, um Olas einen Gefallen zu tun. Eigentlich kann's weitergehen. Oh, na gut. Genug gehört? Ja. Fürs Erste zumindest. Gut, dann komm. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Folge mir. Bei euch Glücksspiele sehr, sehr streng in Deutschland. Wir haben einen Eindringling. Findet ihn. Schnell. Tut, was nötig ist. Möge der Tod die Sünder reinwaschen. Möge der Tod die Sünder reinwaschen. Es wird schneller gehen, wenn wir einen Kampf vermeiden. Ja, Poker-Roulette. Das Poker-Star VR gibt es nicht überall, auch in Österreich jetzt schon im Store, nur nicht in Deutschland. Also steht ganz Visoria unter der Kontrolle der Reddick? Unglücklicherweise. Sie griffen uns an, als unsere Truppen anderswo konzentriert waren. Nein, das kannst du nicht. Ich muss zugeben, dass wir den Feind unterschätzt haben. Man kann... Stopp! Reddick vor uns! Hier lang! Kann man. Das heißt, du kannst echtes Geld auf mal benutzen für Spielgeld. Oder. Ja, aber das kann sich umwandeln auf echtes Geld. Hier drüben! Warte! Bleib bei mir! Ich muss jetzt mal bei. Mich wundert, dass bei Plattformen gibt es in Deutschland nur auf PlayStation nicht. Der Phantas soll sich in Visoria aufhalten. Welche denn? Oh, das schätze ich. Keine Ahnung. Trotzdem, bleib wachsam. Bei mir ist USK 18. Das Verhältnis ist entkommen. Wie ich das Entschuldigung. Findet sie, ach, BG 18 ist bei mir. Steht bei mir. Los jetzt! Ich habe einige Generäle gesehen. Glaube ich zumindest. Er hat mich in den Arm gepiekt. Gibt's überall. Und jetzt habe ich dieses freakige Tattoo. Aldakor. Er ist einer ihrer mächtigsten Na, Krieger. Zusammen. Und wenn die Gerüchte wahr sind, führt dieser Kerl kranke Experimente an Menschen durch. Interessant. Ich glaube. Wir sind da. Der Anfangsbuchstaben und das. Das ist unser Fluchtweg? Das hier ist die einzige sichere Route. Geh, ich werde Wache stehen. Okay. Ist gemütlich. Gab es wirklich keinen anderen Weg? Der den Reddick nicht bekannt ist? Nein. Oh, nicht mal Homer könnte sich hier einfach so durchzwängen. Was? Red nicht so viel. Wir müssen weiter. Also gestern gibt es bei uns in Österreich im Store. Dabei war es nur in Amerika und so. Thank you.
folge mir. Sie können nicht weit sein. Bob's Demon, so gibt es jeden Winkel. Verdammt, renn! Eindringlinge! Nicht verbläsischen zu sprechen. Shit! Vor uns! Hier lang! Sofort stehen bleiben! Eine Sackgasse! Halt den Mund und vertrau mir! Ja, euch? Sie ist weg! Denk nicht drüber nach! Folge mir! Das war also eine Illusion? Bestimmt von Olas, oder? Nicht direkt. Von ihrer Vorgängerin. Eine Vorsichtsmaßnahme für Notfälle wie diesen. Schneller! Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Da ist jemand! Wir haben keine Wahl, als zu kämpfen. Bin direkt hinter dir. Scheiße, das etwa? Ein amüsanter Zaubertrick. Ja. Fallen. Bei mir ist Folgendes innen. Was ist das? Das wird dir schmerzen. Bitte schön. Ja, ja. Clever. Gut gemacht, Sinter. Du schlägst dich auch nicht schlecht. Für meinen nächsten Trick. Ja. Bereit, wenn du es bist. Ich werde es tun. Gibt's hier jetzt bei Playstation gibt es ja auch. Gewonnen, schätze nur nicht für Deutschland, wie gesagt. Deine Kraft. Ziemlich cool, oder? Weiß nicht, was genau es ist, aber ich kann damit umgehen. Verstehe. Stimmt irgendwas nicht? Da gibt's zwei verschiedene. Nein, alles gut. Wenn du dich unwohl fühlst, sag Bescheid. Wieso soll ich mich unwohl fühlen? Mach dir keine Sorgen, sag es mir einfach. In Ordnung? Okay. Gut, dann lass uns weitergehen. Glaubst du, sie weiß etwas über die Magie oder das Tattoo? Kann sein, aber sie macht keinen besonders gesprächigen Eindruck. Du kannst also kein Turaner hier raus öffnen, aber teleportieren kannst du noch? Wieso müssen wir dann zu Fuß gehen? Uns beide zu versetzen, würde mich mehr Energie kosten, als ich aufwenden kann. Verstehe. Schonst deine Kräfte. Vorsichtshalber. Pass auf! Noch mehr Soldaten! Dann verläuft ja alles nach Plan. Möge der Tod die Sünder reinwaschen. Möge der Tod die Sünder reinwaschen. Warum gibt es dann auf Steam in Deutschland und auf der Quest auf Deutschland? Mehr Erdbeben. Wir brauchen mehr Opfer für den Bau. Dann finden wir Opfer. Hier entlang. Das ist unsere Chance. Wir müssen zuschlagen, wenn sie abgelenkt sind. Los, fang! Du bist tot! Hopp, wie gefällt dir das? Der Ausgang ist nicht mehr weit. Komm schon. Das ist ja schon Jahre, Set.
Ja, bei manchen laden sie sich von Österreich oder Amerika runter. Nur das Problem ist halt, wenn du, es gibt so einen Abonnent mit 10 Euro. Hey, was ist das? Im Monat. Ja, nur PS4. Wer ist das? Ich meine, keine PS4. Aufgeflogen. Dann kämpfst du dir. Kannst du mir mal helfen? Schlag zu, solange du kannst. Nimm das. Shit! Ha! Ja. Frisst das! Nimm das! A long dark, das heißt, kurz der Beginner und der Long Dark mit 13 Minuten das Spiel. Mir gefällt's ja nicht. Was ist das? Ich habe es nur in ich hab's nicht gespielt und hab's gespielt. Ich hab's auf die Augen. Ich kann das nicht sehen. Achtung! Wie heil ich mich in dem Spiel? Stücke zu holen. Unten. Unten. Das scheint der letzte gewesen zu sein. Ich zeig dir dann was, wenn ich wir fertig bin mit dem Spiel. Wir sollten uns in ihrem Lager umsehen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Und ich bin ziemlich kaputt, ehrlich gesagt. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und eine Rast einlegen. Ich spiele das Spiel jetzt einmal durch. Das dauert die 2 Stunden, wenn überhaupt. Laut. Das Behältnis bin ich, oder? Das halte ich für wahr. Steigert den Schaden. Ui. Ja. Keine Ahnung, wie du das siehst, aber ich könnte kotzen vor Glück. Ruhe dich aus, um deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Mhm. Hey, Ralf. Glaubst du, Talia ist dasselbe passiert? Ich meine, wurde sie auch gefangen genommen? Hat sie versucht, mit Cinta aus Visoria zu fliehen? Möglich wäre es, schätze ich. Ich frage mich, worüber sie sich unterhalten haben. Darüber kann man nur spekulieren. Aber lassen wir das lieber. Wir haben schließlich zu tun. Wieder. Diese Vogelmasken, die die Reddick tragen, ziemlich abgefahren, ha? Huh? Ich persönlich finde sie sehr geschmackvoll. Eigentlich logisch. Du bestehst ja quasi aus lauter Vögeln. Die gibt's bei uns immer. Ihr seid ja voll die Vogelfans, was? Warum nicht? Ein Vogel überblickt die Schöpfung von der Freiheit der Lüfte aus. Ein adäquates Symbol für Überlegenheit. Ja, aber nur bis eine Katze ihn frisst. Fast 2 Millionen. Ich hoffe, das hat geholfen. Na, wie nicht. Oh ja, das ich bin jetzt wieder putzmunter. Müsste ich googeln jetzt, aber... Na ja, macht sie schon. Aber... Ja. Okay. Na, ich meine, und dann ist uns in Österreich... Ah, in Österreich, in Wien. Na, warte. Ich darf jetzt im Stream nichts was sagen, was ich mir denke, aber. Es ist mir gleich ein Nazi. Hilfe! Hilf mir!
war das für ein Ding? Das Ergebnis von einem von Aldakors Experimenten. Aldakor erschafft Bruchbestien? Nächste Woche Diablo. Shit. Schätze, ich kämpfe gegen das Ding. Wieso funktioniert meine Magie nicht? Oh, nö, funzt immer noch nicht. Verschwende keine Energie, es wird von etwas geschützt. Ach ja, es bin ich aufgefallen. Weil ich im Ausbild nicht wieder Kraft geschöpft habe. Leichter gesagt als getan. Nicht überstanden. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Aber lass uns erst wieder zu Atem kommen. Na gut, geh du voraus. Hey, der Typ vorhin. Wie konntest du ihn einfach im Stich lassen? Das muss jetzt warten. Hey. Hast du etwas auf dem Herzen? Ich hab nur an vorhin gedacht. Dieser Typ, Cinta hat ihn ohne zu zögern einfach im Stich gelassen. Sie wollte dich in Sicherheit bringen. Du kannst nicht jeden retten, Frey. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Ich finde daran nichts auszusetzen. Ja, sieht dir ähnlich. Folge mir. Ja! Das könnte ganz schön holprig für uns werden. Gib Acht, dass du dich nicht übernimmst. Voll auf die 12! Und ab damit. Das hat gesessen! Das wird dir schmecken! Genau da, wo es weh tut! Wenn du musst. Du wirst all deine Kraft brauchen, wenn wir von hier entkommen wollen.
Hey, Ralf. Okay, bin voll ausgeruht und kampftauglich. Sehr schön, dann können wir ja aufbrechen. Schon wieder ein Erdbeben. Es hat aufgehört. Ich spüre eine Gefahr vor uns. Ja, ich will gar nicht wissen, was für eine. Seltsam. Diese Kristalle sind mir unbekannt. Sind das Bruchsplitter? Hast du sie schon einmal gesehen? Kann sein. Ich weiß nicht, wie sie hierher kommen, aber ich schätze, die Reddick haben was damit zu tun. Was immer sie sind, sie hindern uns wohl daran, Visoria per Turana zu verlassen. Ich schlage vor, wir finden die Quelle ihrer Macht. Und zwar schnell. Wir sind fast da. Komm. Das hier muss das Wachstum der Kristalle verursachen. Wenn wir es zerstören, können wir diesen Ort vielleicht endlich verlassen. Was zum Teufel ist das hier? Das ist das Werk der Reddick. Was habt ihr mit all den Leuten gemacht? Wir haben sie geehrt. Sie haben ihr Leben gegeben, um dieses umnachtete Land reinzuwaschen. Spar dir den Sektenscheiß, du verfickter Psycho! Ruhig, Kind. Auch dir wird heute Ehre zuteil werden. Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir das Ding zerstören. Talia, was hast du? Nein, es ist zu früh. Ich fühle mich stärker irgendwie. Geht es dir gut? Ja, schon fast besser als vorher. Oh, gut. Gut, das freut mich zu hören. Moment mal! Du sagtest zu früh. Was ist zu früh? Ich war nur betrübt darüber, so eine fähige Soldatin wie dich zu verlieren. Aber es geht dir ja gut. Wir müssen weiter. Klar. Thank you.
Bist du bereit? Dann lass uns weitergehen. Wo sind wir? Fast da. Okay. Wir müssen weiter, hier entlang. Ist das? Ihr habt denselben Schneider. Eine deiner... Was ist das? Ihr Talisman natürlich. Erkennst du ihn etwa nicht? Ja, sorry. Hab immer noch Gedächtnisprobleme wegen dieser Reddick-Geschichte. Er muss ins Mausoleum von Sipol gebracht werden. Die Toten müssen geehrt werden, wie es der Brauch ist. Was ist das für ein Zeug? Du weißt genau, was das ist. Mann, du bist so eine Pestzecke. Alter, mit einer Zauberbohne hätte ich nicht gerechnet. Einer was? Die Wurzel von vorhin muss zu diesem Baum gehört haben. Die Ranken haben die Stadt vollständig umschlossen. Niemand kann hinein oder hinaus. Welche Macht der Baum auch besitzt, er scheint meine eigene zu unterdrücken. Ist auf der Spitze vielleicht was? Lass uns mal nachsehen. Suchen wir zuerst nach den übrigen Wurzeln. Wir könnten seine Macht schwächen. Klingt nach einem Plan. Wie kann man so versessen drauf sein, einen Baum zu bewachen? Möge der Tod die Sünder reinwachen! Ihr seid es, die den Tod finden werden! Das wird jetzt gleich! War genial! Tapfere Krieger Radars! Die Burg Visoria ist gefallen. Der Baum des Opfers ist erfüllt mit der Essenz derer, woran wir geehrt haben. Alles geschieht wie vorher. Die Dämmerung naht. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jedes Opfer wird belohnt. Ihr General ist ein wahrlich begabter Redner. Aber solange du noch kannst, du Arsch. Hab dich! Ha! Bitte lasst uns bald vorbei sein. Eine gute Soldatin beschwert sich nicht. Wie gefällt dir das? Ich wär soweit, Cinder. Es ist vorbei. Ha! Es nimmt weh. Ha! Schnell! Kannst du aushelfen? Bitte sehr, gern geschehen. Was ist das? Oh. Fint!
es wehtut. Achtung! Das wäre damit erledigt. Aber die Wurzel. Okay, gut, dass das vorbei ist. Wenigstens wirst du mit neuer Kraft belohnt. Jetzt zu den nächsten beiden. Bist du bereit? Bereit, ihn kräftig in den Arsch zu treten. Weißt du, dass von den Einwohnern noch welche am Leben sind? Die meisten wurden evakuiert. Aber ich fürchte, einige sind noch hier. Bist du verletzt? Es geht mir gut. Danke. Danke. Tanta Sinta,
Ihr seid gekommen, uns zu retten. Sucht euch ein Versteck, bis es sicher ist. Keine Angst, okay? Wir werden diesen Abschaum erledigen. Nur noch eine! Wir werden bestimmt erwartet. Beeilen wir uns. Diese komischen Kristalle haben alles erstickt. Und sie werden sich weiter ausbreiten, wenn wir den Baum nicht zerstören. Nicht passieren, dass der Baum einfach umkippt und uns zerquetscht, wenn wir die Wurzeln zerstören? Doch schon, aber anders geht es nicht. Ah!
Wie gefällt dir das? Oh, komm schon! Das wird dir schmecken! Habe ich dann dich an den Hacken. Genau darum. Der Gegner tanzt ja auf der Nase herum. Ich streng mich ja an, sowas Nerviges. Kompliziert ist von der Wege her. Ich finde den Weg nicht. Da kann ich drüber springen. Das geht ja nie. Ich bin doch von da. Mit der Ausdauer nicht aus. Ja, genau. Yeah!
Und wie fühlen wir uns? Alles gut und munter? Presse. Goldluxus, hallo und willkommen. Ich komme noch mehr. Ich habe mal eine andere Attacke bekommen. Das wird ein Spaß. Zerstören wir dieses Abscheu. Das war ein Kampf. Oh. Jetzt ist es auch auf meinem linken Arm. Könnte es damit zu tun haben, dass deine Kräfte stärker werden? Merkwürdig. Tapfere Krieger Redders, der Baum des Opfers steht kurz vor der Reife. Dieses verfluchte Land wird bald reingewaschen. Eine Aufgabe, eine einzige, liegt noch vor uns. Wir müssen den Baum schützen. Und wenn es jeden Einzelnen von uns das Leben kostet... Wir müssen hochklettern. Es ist Zeit. Ja, legen wir los.
euch in Sicherheit. Es wird alles gut. Geht. Ja, Tante Sinta. Komm zum Baum hier entlang. Halt! Du bist eine Tante. Ist es nicht dein Job, andere zu beschützen? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Okay. Dann machen wir es eben selbst. Sei nicht verrückt, du wirst sterben. Geh einfach aus dem Weg. Dramatischer Abgang. Ach, Klappe. Sag mir, dass du das nicht wirklich vorhast. Das ist Selbstmord. Ich hab gesagt, halt die Klappe. Anders als Sinta weiß ich noch, was es heißt, eine Tante zu sein. Da kämpft man mit den Emotionen und alles für den Charakter. Super cool. Hey, Birke, hier bin ich! Und ich laufe nicht auf Eis, sondern auf dich. So, ich hab das angeschaut, das ist katastrophal, das Spiel. Boah, schon wieder der Schild! Ich will das ein, oder ist es mal ein Teil deiner neuen Durchschnitt? Du hast recht. Vielleicht liegt es an der neuen Kraft, die ich getankt habe. Werde besser nicht übermütig. Solange der Schick besteht, hast du nach wie vor keine Chance. Ich weiß, aber ich muss es versuchen. Ha! Das wird dir schmecken! Das hilft nicht viel. Wie gefällt dir das? Jawohl! Ich kriege fast gar nichts aus. Genau. Sinta, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Nicht jetzt. Du hast nichts für dich, ein Plan. Zum richtigen Zeitpunkt gibst du das Zeichen zum Mann. Jetzt, Talia! Was wohl passiert, wenn du deine eigene Magie auf sie zielst? Wow, was war das? Haben unsere Kräfte miteinander reagiert? Hey, sein Schild ist weg! Wir müssen handeln, jetzt! Los geht's!
Cinta, hör zu, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe dich nur gerettet, weil dein Tod mehr Schaden anrichten würde, als dir klar ist. Welch angenehme Überraschung. Willkommen in Visoria, Tanta Cinta. Gewiss hat sich hier vieles verändert, seit ihr das letzte Mal hier wart. Hey, Mr. Tattoo-Künstler! Was soll der Scheiß hier, hä? Oh, meine Güte! Ein sehr kooperatives Behältnis, wie ich sehe. Das spart mir viel Zeit und Mühe. Was zum Teufel heißt das bitte? Wäre es nicht besser zu fragen, warum diese noble Tanta so wild entschlossen scheint, eine einzelne Soldatin zu retten, während gerade ein Krieg wütet? Hör ihm nicht zu, Talia. Alles, was er zu tun gedenkt, ist Zwietracht säen. Okay, was ist hier los? Was verschweigst du mir? Verzeih mir, ich kann es dir nicht sagen. Oh, wo sind nur meine Manieren? Es ist dir gewiss sehr unangenehm, deinem Schützling endlich reinen Wein einschenken zu müssen. Also bitte, lass mich mal. Es ist eigentlich ganz einfach, Kleines. Deine geliebte Tanta hat vor, dich zu töten. Das ist unmöglich. Sie hat mich gerettet. Schon wieder! Cinta, sag was! Deine hochgeschätzten Tantas haben die Dämmerung einmal aufgehalten, aber es gelingt ihnen sicher kein zweites Mal. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Das Ende ist da. Cinta! Du kommst mit mir! Wehr dich nur, solange du noch kannst. Ist es wahr? Ja. Aber warum? Und Schluss mit Lügen und Geheimnissen. Sag mir einfach die Wahrheit. Wenn du willst. Wenn ich dich nicht heute noch töten sollte, wirst du dem ganzen Reich den Tod bringen. Was? Die Zeichnung bedeutet, dass du zur Waffe geworden bist. Wir wissen nicht genau wie. Aber wenn sie erscheint, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Betroffene... bis du explodierst. Mit katastrophalen Folgen. Soll das heißen, ich bin eine Art Bombe? Meine Aufgabe war es, dich zu finden. Dich an einen abgelegenen Ort zu bringen. Dort angekommen, in sicherem Abstand zur Bevölkerung Ethias, sollte ich dich töten. Und danach selbst fliehen. Ich weiß es. Es muss schmerzlich für dich sein, das zu hören, aber wir Tantas haben all unsere Optionen abgewogen.
Nur dein Tod kann den unzähliger anderer vermeiden. Darum hattest du es so eilig, von dort zu verschwinden. Und hast nicht Halt gemacht, um die Leute zu retten. Sie wären sowieso gestorben. Und so viele andere auch. Wegen mir. Es war keine einfache Entscheidung für mich. Aber das ist das Los der Tantas. Manchmal haben wir eben Blut an den Händen, verstehst du? Alles geschieht für Athia. Und kein Preis ist so hoch dafür. Verstehe. Tust du das? Ich habe auch mal ziemlich Mist gebaut. Und sehr viele verletzt. Oh, ist doch von mir die Rede? Ich habe versprochen, so einen Fehler niemals wiederzumachen. Also wenn es dazu dient, die Menschen in Athia zu schützen, dann tu es. Töte mich. Bitte was? Talia. Und, danke, dass du ehrlich zu mir warst. Wir befinden uns unterhalb der Burg. Wenn wir gegen Aldacor kämpfen, musst du bereit sein. Du lässt einfach zu, dass Talia getötet wird? Und sprichst dich auch noch dafür aus? Du verstehst das nicht. Ich kann fühlen, was sie gefühlt hat. Ich weiß, dass sie genau dasselbe getan hätte. Was für ein Unfug. Glaub, was du willst. Aber sie hätte alles für Athia gegeben. Da bin ich mir sicher. Was sie wohl vom traurigen Schicksal der heutigen Tantas halten würde. Ach, halt dein Maul. Kann ich dir bitte ein paar Fragen stellen? Gerne. Ich hoffe nur, dass ich sie dir auch beantworten kann. Nur noch mal zur Sicherheit. Diese Zeichnung bedeutet, dass ich eine Art Reddick-Waffe bin, oder? Und ich kann nichts tun, einfach bumm, das war's für Talia? Es tut mir leid, aber ja. Weißt du noch, als Aldacor die Dämmerung erwähnt hat? Das ist eine Zeremonie bei Sonnenuntergang. Wenn sie stattfindet, oder wenn du vorher stirbst, wirst du explodieren. Fuck. Okay, weißt du, wieso ich das Ding jetzt an beiden Armen hab? Das weiß ich nicht. Aber deine Kräfte sind ebenso gewachsen. Könnte das eine noch größere Katastrophe bedeuten, wenn das Unvermeidliche eintritt? Wow, wow, Moment. Wenn ich explodiere, töte ich alle um mich herum, oder? Aber schließt das nicht auch die Reddick selbst mit ein? Das tut es. Und trotzdem scheinen sie es zu erstreben. Ich verstehe nicht, was sie zu diesem Plan antreibt. Mann, bei denen zu Hause ist doch irgendwas im Wasser. Warum erstaunt es mich nicht, dass Hingabe für dich ein vollkommen fremdes Konzept ist? Warum hast du mich überhaupt gesucht? Die Reddick haben schon einmal versucht, die Dämmerung durchzuführen. Es gelang uns, sie zu stoppen. Aber es war knapp. Also bin ich nicht die Erste, der sie das antun. Nein. Es gab eine andere. Und auch sie musste ich eliminieren. Als Olas von einem neuen Behältnis erfuhr, wusste ich, es ist an der Zeit, meine Pflicht zu erfüllen. Und mit Pflicht meinst du
mich zu töten. Klar. Was genau versucht Aldacor zu erreichen? Mit der Dämmerung, meinst du? Das weiß ich nicht. Aber ich fürchte, wir stehen kurz davor, es herauszufinden. Was ist die Dämmerung überhaupt? Muss ja um mehr gehen, als mich in die Luft zu jagen. Ja, das muss es. Es muss wirklich mehr dahinter stecken. Warum kriege ich das Gefühl, dass ich es nicht rausfinden will? Also sind die Zeichnungen auf meinen Arm der Grund, dass ich Magie benutzen kann? Ich glaube ja. Ich wüsste nicht, wie sich deine neu entdeckten Kräfte sonst erklären ließen. Und wieso glaubst du, hat die Zerstörung der Wurzeln mich stärker gemacht? Ich kann nur spekulieren. Es gab keinen Baum und keine Kristalle, als die Zeremonie zuletzt stattfand. Bist du bereit? Kannst du mir was über dich erzählen? Was kann dich an mir schon interessieren? Naja, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Dachte, ich nutze sie, um dich ein bisschen kennenzulernen. In Ordnung. Was möchtest du denn wissen? Weiß nicht, mal sehen. Wolltest du vielleicht je eine Familie gründen? Einer Tanta ist es verboten, Kinder zu bekommen. Das weiß doch jeder. Ja, natürlich, aber vergiss einfach mal für eine Sekunde, dass du eine Tanta bist. Nun, wäre ich keine Tanta, dann wäre es vermutlich schön, eine eigene Familie zu haben. Aber ich bin eine Tanta, also sind solche Überlegungen irrelevant. Aber du bist die Tanta der Liebe, oder? Glaubst du nicht, die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind zu erleben, könnte deinen Horizont erweitern? Damit würde ich meine Pflicht gegenüber Athia verletzen. Okay, verstehe. Ich hatte nur nie eine Mutter und weiß nicht, du wärst bestimmt eine gute, glaube ich. Das ist ein ungewöhnliches Kompliment. Tja, mehr fällt mir nicht ein, also polieren wir Aldacor die Fresse und holen uns Visoria zurück. Talia, dir ist klar, wie die Sache endet. Ich habe keine andere Wahl als dich. Zu töten. Ich weiß. Aber Athia ist auch mein Zuhause. Also tu, was du tun musst, um es zu beschützen. Los, gehen wir. Talia, die Reddick erwarten uns bestimmt. Lass mich raten, nicht zu überstürzen, nicht vorpreschen. Stimmt's? Keineswegs. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Ich wollte nur sagen, ich leihe dir gerne meine Kraft, wenn du sie brauchst. Bild ich's mir ein oder ist sie ein bisschen aufgetaucht? Du ahnst gar nicht, wie wenig eure zarten Bande mich interessieren. So wichtig ist. Ich auch. Bestimmt erfüllt er eine wichtige Rolle bei der Zeremonie.
Talia! Achtung! So viel Aufmerksamkeit ist mir unangenehm. Sie haben keine Chance, wenn wir zusammenarbeiten. Oh, Alter! Ha! Ja. Stell dich einfach herum! Bring dich ins Schwert! Ja. Jawoll! Eine Aktion! Ich könnte dasselbe zu dir sagen. Tut bestimmt weh. Du bist tot! Ja. Wie gefällt dir das? Nimm Wasser. Hier sind wir durch. In der Tat. Auf nach oben. Hier lang. Sitzen könnte. Absolut. Ich weigere mich, in der Leiche einer Randfigur von Forrester zu versauern. Deine Besorgnis ist gut. Mehr. Das ist ja eine Überraschung.
Geht aus dem Weg. Wir töten euch, wenn es sein muss. Was, wenn es das ist, was bestimmt von Anfang an wollen? Nicht von einer Welt sprichst du denn jetzt wieder? Vielleicht erfahren wir ja so, was wir gegen den Bock machen. Weißt du noch damals, als du 100 Mal den Bock gebaut hast? Die Frey von damals, ihre Bestimmtheit, hat es dir etwas geschehen in die Vergangenheit gebracht. Sinter, bring dir es zu Ende! Mal weiter. Ich schätze, die Reddick planen noch mehr Überraschungen für uns. Es wird eine Menge Überraschungen brauchen, um uns zu stoppen. Das glaube ich auch. Mal sehen. Er drückt sich ganz schön poetisch aus. Hey, Ralf. Oh, Akkuladestand 100%. Du drückst dich merkwürdig aus. Aber das heißt wohl, es geht dir besser. Ja. Durchbrechen. Okay, dann mal los!
müssten alle gewesen sein. Jetzt zu Aldacor. Wir werden hier doch an der Nase herumgeführt. Was meinst du? Gar nichts. Komm. Ha! Hier lang. Okay, das ist mein hoher Baum. Schrittchen für Schrittchen. Nicht runtergucken. Bitte, pass dennoch auf, wo du hin bist. Endlich. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es euch anders überlegt. Die Dämmerung, was bewirkt sie? Die Zerstörung Athias, natürlich. Mit einem Behältnis. Dir nämlich. Und einem reifen Baum des Opfers. Wie dem, den ihr vor euch seht. Was zur Hölle heißt das bitte? Prächtig ist er geworden. Dank euch. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Lebenskraft dafür nötig ist. Ich hätte befürchtet, trotz meiner Bemühungen für reichlich Nachschub zu sorgen, dass es einfach nicht ausreichen würde. Aber dann seid ihr beide aufgetaucht und habt damit begonnen, all meine Soldaten zu töten. Und voilà. Tod bringt Leben hervor. Heißt das, wir haben dir geholfen? Oh ja. Und das in mehrfacher Hinsicht. Du warst bereits ein adäquates Behältnis, aber dank der Macht, die du absorbiert hast, wird die Dämmerung noch tiefere Wunden in Athias Fleisch schlagen, als wir uns erträumen konnten. Alles, was wir tun müssen, ist das unausweichliche Abwarten. Wenn der Kern in aller Pracht erstrahlt, wird die Dämmerung letztendlich kommen. Ich fürchte, wir können das nicht zulassen. Deine miserable Zeremonie wird scheitern, genau wie du. Ihr wollt mich herausfordern. Dann werde ich euch zeigen, wozu wir Reddick wahrhaft fähig sind. Davon!
gute Nacht! Das ist so ein... Yeah.
Shit, shit! Ich glaube, das ist so ein Jetzt-oder-nie-Moment. Center.
dachte, die Dämmerung wäre gescheitert. Ist sie das nicht? Talia, vergib mir. Ich dachte, ich könnte dich retten. Ist schon okay. Santa, hör zu. Etwas Schreckliches wird passieren. Ich weiß nicht genau wann, aber sehr bald. Talia, es ist gut, du musst nicht. Wenn es passiert, versprich mir, dass du die Hoffnung nicht aufgibst. In Ordnung. Ich verspreche es. Bin ich... Zurück in deiner eigenen Zeit. Ist Talia gestorben? Ja. Ihre letzten Momente waren der Anfang vom Ende. Du hast den Vogel gesehen. Es war die Beschwörung von Susurrus. Aber was bedeutet das? Wurde Talia zu Susurrus? Nein. Wie Albacore sagte, sie war nur ein Behältnis. Und so sehr Sinta sich auch bemühte, sie konnte seine Rückkehr nicht verhindern. Seine Macht wuchs über die folgenden Jahre, bis ganz Ethia durch seine Hand vollständig zerstört wurde. Wie herzzerreißend. Wenn ich könnte, würde ich Tränen vergießen. Aber woher ist Susurrus überhaupt gekommen? Aldacore hat ihn ja wohl nicht gebaut. Nein, kein Sterblicher könnte ein solches Monstrum erschaffen. Susurrus verdankt seine Existenz einer weitaus schrecklicheren Macht. Einer viel schrecklicheren Macht? Interessant.
Halt, ich weiß nicht mal, mit wem ich spreche. Wer bist du? Ich bin eine der Tantas von Rheda. Bitte was? Deine Antworten liegen jenseits der Grenzen Ethias. Komm zu mir. Ich erwarte dich. Warte, nein, warte, halt mal. Kannst du einfach... Ja. Tja, Ralf. Hoffe, du freust dich auf den Trip nach Rheda. Ah, zu Hause ist's am schönsten. Und ganz bestimmt erwarten uns auch keine allzu lebensgefährlichen Schrecken. Habe ich erwähnt, wie herrlich es war, meiner glorreichen Wiedergeburt beizuwohnen? Was für ein Privileg für uns beide. Ich höre gar nicht zu. So, das war's mit diesem schönen DLC. Bisschen kurz, aber für 12 Euro okay. Und bis zum nächsten Mal, euer GameHitsTV. Tschüss.